herzlich willkommen bei mir im Atelier und heute soll es um Bildideen gehen. Also wenn du daran interessiert bist, eigene, gute, großartige und vor allem aussagekräftige Bildideen zu entwickeln, dann bist du hier genau richtig. Denn wir werden hier zusammen ein großartiges Tool anschauen, wie du die Herausforderung der Bildidee meistern kannst. Es geht nämlich darum, dass du diese Bildidee vom Anfang bis zum Ende weiterentwickelst. Dass da nicht irgendwo dann bei der Umsetzung die Luft raus ist und du nur noch umsetzt. Oder dass du ohne Bildidee in den Prozess startest des Malens auf der Leinwand und dann dich da so verlierst. Also es geht da so um einen schönen Mittelweg und dabei hilft dir die Bildidee-Karte. Das ist ein Tool, das ich erarbeitet habe und ich habe da die Basis genommen von verschiedenen Kreativitätstechniken, habe die kombiniert und daraus etwas Eigenes entwickelt. Und dazu habe ich auch Blätter für mich konzipiert und gestaltet, die ich so nutze und die würde ich gerne mit dir teilen. Die kannst du hier in den Show Notes habe ich das sicher verlinkt und da kannst du dir diese Blätter holen, kostenlos auf meiner Webseite und dann gleich so durchstarten. Da hast du eine gute Vorlage. Als erstes werden wir also uns an diese Bildidee machen, an das, was dahinter steht, an deine Karte, an deinen Plan. Und dann werden wir im zweiten Teil ein Bild umsetzen, beziehungsweise ich lasse dich mir über die Schulter schauen, wie das entsteht. Und dabei erzähle ich dir, wie ich das weiterentwickle. Und ich denke, am Ende des Videos hast du so einen Überblick, wie du das für dich kraftvoll und gut umsetzen kannst. Wie du auf Inspirationssuche gehen kannst. Und dazu möchte ich auch noch kurz anmerken, dass es etwas sehr Individuelles ist. Und ich spreche hier einfach von mir und zeige dir ein paar Ausschnitte aus meiner Welt, wie ich da so vorgehe. Und aus meinen Erfahrungen kann ich dir hier ein paar mögliche Inspirationsquellen an die Hand geben und du kannst dafür dich selbst prüfen, welche für dich stimmen, welche du nutzen möchtest und welche nicht. Also zum einen gibt es dann natürlich deine eigene Lebenswelt, in der du dich findest und das ist tatsächlich mein Hauptinspirationsquelle, meine Lebenswelt, mein Garten natürlich, aber auch Inspirationsorte, die mich ja hier inspirieren. Es sind aber auch innere Themen wie Träume, Erkenntnisse oder Bildvisionen, die ich habe, wenn ich über etwas nachdenke. Oft auch verwoben mit Text. Und das gibt dann so ein Ganzes am Ende. Also der Weg ist nicht immer der gleiche und sei hier auch frei, da auch zu spielen mit deiner Inspirationssuche. Und da auch hat sich bewährt das automatische Schreiben. Da bist du wie auch bei diesem sehr inspirierten Malen aus dem Moment heraus sehr bei dir und schwimmst sehr im Flow und lässt dich einfach treiben bei diesem automatischen Schreiben. Da geht es darum, deinen kritischen, wertenden Verstand, der ja auch gut ist und dein Werkzeug, aber diesen einmal nach hinten gehen zu lassen, indem du einfach den anderen Impulsen folgst. Du schreibst bei diesem automatischen Schreiben schneller, als dein Verstand denken kann, sozusagen. Ja, und dazu gehört es natürlich auch, dass du ein Journaling machen kannst für dich, persönliche Themen nehmen kannst, in die Selbstreflexion gehen kannst, das auch wieder verbindest mit Inspirationsorten, mit Dingen, die du siehst, die du liest, die du ja in dich aufnimmst. Und hierzu gehört auch eine gewisse Achtsamkeit, eine gewisse, ja man könnte schon auch sagen, Reizhygiene, damit du dich nicht zu überreizt, sondern da eher mit wenigen Dingen, wie zum Beispiel in der Natur, in die Tiefe gehst.
Das bringt meiner Meinung nach viel mehr Inspiration, viel mehr Ideen, als wenn du so ja, dich überfluten lässt und ja, vielleicht auch im Internet Ideen suchst. Und ja, jetzt geht es darum, im nächsten Schritt, wenn du inspiriert bist, im kreativen Flow bist, dass du konkret dich für ein Thema entscheidest. Dazu habe ich hier auch ein paar Blätter bereitgestellt. Die habe ich schon im letzten Video am Ende kurz erwähnt und da auch versprochen, dass ich darauf noch näher eingehen werde. Und das mache ich jetzt somit, denn ich nutze diese Form schon lange. Ich habe das entwickelt, meine eigene Kreativmethode. Und dazu gibt es auch den Kurs Flowtime, von dem habe ich schon öfter gesprochen. Da geht man wirklich in den Prozess mit dem kreativen Flow. Und hier mit diesen Blättern kannst du diese Schritte, die ich dir jetzt erkläre, ganz einfach vollziehen. Also als erstes, im Schritt 2 nach der Inspiration, geht es darum, wie du ein gutes Thema findest. Du hast jetzt also dich entschieden und schreibst ein paar Schlagworte auf. Diese sollten prägnant sein, ein kurzer, passender Ausdruck, ein Stichwort reicht hier. Es können aber auch 3 oder mehrere Worte sein. Und dann geht es darum, schnell aufzuschreiben. Also, dass du schneller schreibst, eben als dass du denken kannst. Und dass du einfach allen Impulsen folgst. Und hierbei geht es auch darum, das Naheliegendste zu wählen. Und dabei, ja, musst du dir nicht lange überlegen, ob das okay ist oder nicht. Du schreibst einfach alles auf. Du machst eine Sammlung von verschiedenen Impulsen und Ideen. Und das Auswerten kommt dann später. Das ist eben so diese Mindmap-Methode. Und verstehe hier dein Thema als offenen Raum, mit dem du spielen kannst. Also geh da nicht zu stark, zu schnell in die konkrete Form. Spiele hier ein wenig mit deinen Ideen und Impulsen. Und das ist schon der Schritt 3 hier. Jetzt mache ich Ketten aus verschiedenen Begriffen und Worten. Also das sind sogenannte Assoziationsketten. Und da nimmst du zuerst den Faden auf und dann hangelst du dich daran entlang. Und es ist so wie eine Schnur. Du gehst dann immer weiter und formst diese Idee. Und im Schritt 4 geht es dann darum, dein divergentes Denken zu nutzen. Hier nehme ein paar verschiedenfarbige Stifte und jetzt unterstreichst du alle Begriffe, die du miteinander verbindest, die du in irgendeine sehr freie Logik zueinander setzen kannst. Und da hast du ja mit einem Begriff angefangen, auf deiner Schnur, auf deiner Begriffeschnur, und der gibst du jeweils eine Farbe und dann suchst du auch in den anderen Strängen, so Überschneidungen, ähnliche Themen, wie kannst du das zusammenbringen? Und so bringst du eben Dinge zusammen, die scheinbar nicht zusammengehören, was am Ende das divergente Denken ist. Hier habe ich so eine Bildkarte angefertigt, sage ich dem für mich. Hier heißt es allegorische Bilder nutzen, also da geht es auch um Symbole und um ja, Dinge, die etwas verkörpern, dass du meinst, das vielleicht nicht stofflich ist, dass ja vielleicht ein innerer Prozess ist. Das kannst du aber auch sehr gut mit Gegenständen, mit Dingen ausdrücken. Und hier sammeln wir verschiedene Aspekte zusammen. Du hast dir jetzt ja schon Gedanken darüber gemacht, du hast deine Begriffe ausgewertet und jetzt geht es so ins Gefühl, welche Farben passen da zusammen. Also überlege dir hier, was wäre eine Entsprechung zu diesem Gefühl oder zu dieser Stimmung, dass dieses Thema in dir auslöst. Und welche Symbolik hat auch eine Farbe für dich? Allein über dieses Thema könnte ich eine ganze Folge machen. Hier geht es jetzt einfach darum, dass du ganz schnell und intuitiv zeichnest und hier im ersten Feld, im linken, im ersten Kästchen Farben sammelst, dann
suchst du Motive, du suchst eine Landschaft und du suchst dann einen Gegenstand oder ein Symbol im vierten Kästchen. Und wie du siehst, springe ich da von einem zum anderen. Also ich mache nicht zuerst das eine fertig und dann das nächste, wie wir es so in der Schule gelernt haben. Nein, weil hier beim divergenten Denken geht es eben nicht um lineares Denken, sondern um dieses sprunghafte vom einen zum anderen Springen. Und das unterstützt du hier, indem du eben von Feld zu Feld springst und dir auch erlaubst, einfach nur zu machen und neugierig zu sein, was dabei herauskommt. Wie gesagt, am Ende des Videos werde ich dir noch ein paar Atelier-Tipps geben, 6 hilfreiche Tipps, wie du so deine Ideenkraft stärken kannst. Und da gehören diese Aspekte, von denen wir jetzt sprechen, natürlich auch dazu. Jetzt schreibe ich verschiedene Begriffe in diese Blume und da hilft es mir auch manchmal, meine ganz persönlichen Themen wieder zurück zu übertragen. Also von diesem bildhaften, symbolischen übertrage ich es wieder zurück und so gelange ich oft zu einem Bildtitel. Also wenn es darum geht, welchen Titel gibst du dem Bild, dann ist es oft das, was dann am Ende da herausschaut. Dann habe ich noch 2 weitere Blätter, die ich dir kurz zeige. Die werden aber dann vielleicht noch in einem weiteren Video zum Einsatz kommen. Das kannst du alles auf meiner Webseite holen, wenn es dich interessiert. Hier geht es um diese kreativen Fähigkeiten, diese zu schulen. Also wie kannst du Step by Step dich bewusst in deinen kreativen Flow begeben? Wie kannst du deine kreativen Fähigkeiten freisetzen? Und das sind wirklich Beschleuniger. Aber nun lass uns loslegen. Jetzt zeige ich dir, wie ich das Ganze bildhaft umgesetzt habe. Meine Vorlage war ein kleines Gouache-Bild, das ich vor etwa einem halben Jahr gemalt habe. Auch das habe ich mit dir geteilt. Und es ist mir auch sehr wichtig, eine gute Stimmung zu machen im Atelier, so dass ich einfach im Flow arbeiten kann. Das hilft mir sehr. Und dann platziere ich natürlich auch alle meine Materialien. Und ich werde aber jetzt in diesem Video nicht so sehr auf das Malen und die Maltechniken eingehen, nur am Anfang kurz ein paar Sachen dazu sagen. Und dann geht es eben um die Umsetzung der Bildidee vor allem. Ich arbeite hier mit Acrylfarbe und hierzu habe ich so ein Set an verschiedenen Material, das ich eigentlich immer nutze. Also das ist ein kleiner Eimer Wasser. Ich nutze recycelte Materialien als Paletten immer. Und dann natürlich eine Leinwand. Ich habe mich hier dafür entschieden, diese so locker zu grundieren mit viel Wasser. Das ist ein Schritt, den ich liebe. Und da habe ich einfach so 2 Farben genommen aus meiner Palette. Und jetzt beginnt der Prozess. Schau mir dabei gerne über die Schulter, wie ich da vorgehe. Und eben dazu sage ich etwas, wie ich diese Bildidee weiterentwickelt habe. Beim Legen der Flächen ist es mir wichtig, auch hier zu sehen, dass ich diese Freiheit habe. Und da sind wir schon beim ersten Punkt, der hier mir sehr wichtig ist, zu erwähnen. Diese Freiheit, dass du mit deinem Bildplan, also eigentlich nenne ich es absichtlich nicht Bildplan, weil es für mich wie eine Karte ist, eine Landkarte, die Ideenkarte. Und die ist eine offene Spielwiese für mich. Und da kann ich darauf zurückgreifen, ich orientiere mich daran, aber es geht nicht um ein festes Umsetzen dieser Idee jetzt, sondern um ein Weiterentwickeln. Nutze diese Freiheit. Nutze die Freiheit, dass du nicht deine Bildidee illustrieren musst hier. Du hast ein Blatt mit deiner Ideenkarte irgendwo in der Nähe und kannst immer wieder mal drauf schauen. Aber erlaube dir hier auch, einfach aus dem Impuls frei heraus deine Farbflächen jetzt zu legen, wie es dir Freude macht.
zum Illustrieren einer Idee habe ich einen langen Bezug, weil ich tatsächlich seit über 20 Jahren Illustratorin bin und mich auch als Illustratorin und Grafikerin selbstständig gemacht habe nach meiner Ausbildung. Und ja, das ist dort, wo ich hinkomme. Und das ist das, was ich eben sehr, sehr genieße an der Kunst, dieses Freie. Schränke dich hier also nicht ein, du bist hier nicht weggebunden und finde hier auch deinen eigenen Stil in diesem freien Feld. Weil genau das ist es, was es braucht, deinen Stil zu finden, zu vertiefen, dir hier diese Freiheit zu geben. Und was eine gute Bildidee ausmacht, ist für mich am Ende sehr schnell gesagt. Also es ist eine in sich schlüssige und stimmige Sache, dieses Bild. Die Farbstimmung und die Aussage ergänzen sich optimal. Und man spürt darin auch eine Tiefe, also eine persönliche Tiefe, da auch Prozesse, persönliche Themenfelder hier mit eingebracht wurden. Auch innere Prozesse sind sehr schön, hier auch bildhaft umzustellen oder darzustellen, umzusetzen, weil das etwas ist, das sehr abstrakt ist, aber das auch eine große Erleichterung für dich sein kann, wenn du solche innere Prozesse als Bild umsetzt. Und das erscheint dann wirklich wortwörtlich auf deiner Bildfläche, diese Themen, und du kannst da Erkenntnisse erlangen, die sonst ja lange, langwierige, kopflastige Prozesse sind und vielleicht auch von außen kommen. Da kommt es wirklich von innen, von dir. Ja, und einzelne Bildelemente, die sind dann die Aspekte. Die Aspekte dieser Mini-Ideen, die du da mit diesen Ideensträngen vorher beim Mindmap erarbeitet hast. Das ist auch ein Aspekt, den ich wichtig finde bei einer guten Bildidee. Ja, und eben das Geheimnis dahinter, dass diese Kodierung, diese persönliche Bedeutung für dich, dass so ein Bild auch wie ein Tagebuch sein kann. Das Geheimnis im Bild ist tatsächlich entscheidend, finde ich. Es ist diese Wechselwirkung in der Entwicklung des Prozesses und deines Stiles. Das ist etwas sehr Spannendes und das braucht Zeit, das braucht Erfahrung, das braucht Übung. Aber ich sehe das eher als ein Spielen, wie als Kind, als wir mit Farben experimentiert und gespielt haben. Ich spiele hier mit Punkten, mit Rhythmus, mit einzelnen sich kontrastierenden Farben, also diesen komplementären Farben. Zum Beispiel, dass ich grüne Flächen neben rote Flächen setze, violette neben gelbe. Das sind keine Zufälle, sondern das sind so solche ja, Aspekte oder bildhafte Elemente, mit denen ich spiele. Das war so, glaube ich, der erste Tag, mehr oder weniger, an dem ich an diesem Bild gemalt habe mit den Kakteen. Für mich ist das eben auch ein sehr persönliches Bild. Es erzählt von der inneren Widerstandskraft, von den Blumen am Wegesrand, eben von dieser Blumen, die in der Wüste blühen können und die auch in uns erblühen. Für mich ist das ein sehr starkes Symbol, weil es so darum geht, dass man aus einer schwierigen Lebenssituation auch sehr viel gewinnen kann. Also es ist eigentlich immer ein Geschenk darin und dahinter. Aber um es zu sehen, muss man manchmal einfach auch in die Stille gehen. Vorhin hast du kurz noch meine Farben gesehen. Die habe ich in einem anderen Video zusammengestellt und die habe ich dann hier auch begonnen zu nutzen, weil die sehr schön gepasst haben. Diese Farbpalette sind meine persönlichen Farben, die haben alle eine ganz tiefe Bedeutung für mich und darum nutze ich sie auch oft und webe die auch oft in meine Bilder dann so hinein. Ja, eben der Grad deiner persönlichen Kodierung ist wirklich eine persönliche Entscheidung. Über deine Entscheidungen gestaltest du ja dein Bild.
Und es ist dir überlassen, wie offen, dass du deine Themen zeigen willst, wie stark, dass du diese verschlüsseln möchtest. Und sei hier einfach auch im Vertrauen mit dem Prozess, mit deiner Intuition und lass dich auch von ihr führen. Denn das Spiel mit dem Geheimnis ist auch ein Spiel mit der Spannung und der Harmonie. Also es geht hier auch sehr stark darum, dass du dir hier auch beim Malen Fehler erlaubst, dass du kritische Gedanken annimmst und sie aber nicht für wahr hältst, sie hinterfragst, dass du in diesem Prozess auch das Verwerfen und das Scheitern mit einbeziehst und wieder neu beginnst. Und Bereiche werden dadurch viel mehr Tiefe, Bereiche in deinem Bild, aber auch in dir werden dadurch viel mehr Tiefe erlangen. Du siehst, es hat da sehr viele Parallelen auch zu dieser persönlichen Weiterentwicklung, weil ich wirklich der festen Überzeugung bin, dass ein guter Stil mit einer entwickelten Persönlichkeit einhergeht. Also du entwickelst das parallel. Und ja, deine Bedeutung ist auch spürbar ohne eine klare Aussage. Also nimm dir hier ruhig die Freiheit, dich wieder zu lösen davon, dass der Betrachter das dann verstehen muss. Ich habe so oft erfahren, dass der Betrachter das spürt ohnehin. Und mit dem Titel kannst du noch einmal mehr eine Ebene mit hineinflechten. Also du kannst mit dem Titel auf etwas hinweisen. Das ist oft die Frage, die ich dann diskutiere, auch im Museum, wenn ich da mit meiner Familie, meinem Mann oder Freundin im Museum stehe. Muss das Bild ohne Titel funktionieren, ja oder nein? Ich finde, das ist nicht so einfach zu beantworten und man darf ruhig mit dem Titel auch spielen. Hier ist es mir auch sehr wichtig, dass man der Intuition folgt. Hier einfach einmal sich einen Raum erlaubt, in dem man frei ist. Und du musst nichts, du kannst aufhören, wann immer du willst. Du musst das Bild niemandem zeigen, es ist eben nicht zweckgebunden. Das ist hier das Befreiende. Folge einfach deinen Impulsen, deiner Freude. Ja, und über die Intuition und über den Flow könnte ich hier noch sehr viel erzählen, warum sie das Wasser auf deiner Mühle sind. Und allein das wäre eine Folge oder mehr. Nur kurz dazu möchte ich dir nur ein paar Merkmale aufzählen, woran du merkst, dass du deiner Intuition tatsächlich folgst. Also du hast blitzschnelle Eingebungen, die erscheinen dir vielleicht unlogisch, aber sie machen dann später Sinn. Impulse können in Form von Bildern, Worten oder sogar Filmen in deinem Inneren erscheinen. Das ist eine Typfrage. Und dann ist es einfach wichtig, dem zu vertrauen und dem zu folgen. Und da sind wir schon am Ende des Prozesses. Ich weiß zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht, ob ich da noch weiterarbeiten werde oder nicht. Ich hänge das Bild auf in meinem Raum und lasse es wirken, betrachte es und lasse das Ganze einfach einmal setzen, weil jetzt war ich so nah an diesem Bild dran und so in diesen Themen drin, jetzt geht es auch wieder einmal um die Distanz. Und dann hänge ich jetzt auch zu Hause auf und schaue, wie es wirkt über mehrere Tage und Wochen. Und dann ja, habe ich auch so diese Art, dass ich dann auch mit natürlich Freunden, Familie darüber spreche. Die sind es schon gewohnt, dass hier immer neue Bilder hängen. Und auch das gibt mir neue Einblicke, wie das Bild wirkt. Aber am Ende geht es gar nicht darum, jetzt etwas zu verändern oder das Bild zu bewerten, sondern einfach nur die Freude und die Dankbarkeit an diesem Prozess. Ja, ich hoffe, das war für dich ein Einblick, der es wert war, und ich glaube wirklich, wenn du das so für dich umsetzt, das wird einiges verändern in deiner kreativen
Zeit in deinem kreativen Schaffen, was immer du machst. Denn du kannst diese Methode, diese Blätter für alle möglichen kreativen Prozesse nutzen. Und ja, gerne höre jetzt auf, Videos zu gucken. Hol dir die Blätter auf der Webseite und dann kann es losgehen. Und teile das unbedingt auch mit mir, was da entstanden ist, welche Ideen, dass du da hast entwerfen können. Und ich freue mich sehr, von dir zu hören. Wir sehen uns.